Kampfsportfreunde, Ground and Pound TV unterwegs. Diesmal sind wir in Hamburg, leider aus keinem so schönen Anlass. Wir sind heute bei Ismail Setinkaya in seinem neuen Gym. Ismail, du möchtest gern ein Statement an deine Fans richten. Bitte. Ich wollte meinen Fans mitteilen, dass ich leider am Samstag nicht kämpfen kann. Das tut mir genauso viel weh, wie das denen das weh tut. Jeder, der Kampfsport betreibt, was ich, wovon ich rede. Ich habe mir leider beim Training einen Verletzung zugezogen, die mich verhindert, mich zu bewegen. Die schränkt meinen kompletten Kampfstil ein. Ich habe, während ich einen Thai-Kick zum Körper gemacht habe, hat mein Sparringspartner sich nach vorne bewegt und dadurch hat sich mein Knie komplett so gestreckt gegen seinen Körper, was eigentlich mir noch nie bis jetzt passiert ist in meiner 13-jährigen Karriere. Und dadurch entstand halt ein Riss in meinem Innenband. Und leider aus diesen Schränkungen kann ich mich weder bewegen, weder zumindest nicht in diesen Ebene, wo ich kämpfen sollte. Okay, wie geht's dir jetzt mit der Verletzung? Hast du Schmerzen jetzt direkt? Also ich habe einen höllischen Schmerzen im Moment. Natürlich bin ich der Typ, der es gerne Schmerzen zeigt. Ich finde es ein bisschen so unangenehm für mich, weil in meinem Kopf habe ich immer noch das Kampfvorstellung. Ich habe mich total fokussiert. Es geht leider aber jetzt doch nicht und das macht mich psychisch und physisch unglaublich fertig, dass ich nicht trainieren kann. Dass ich jemand, der 6-mal die Woche, 5-mal die Woche eigentlich 2-mal fast am Tag trainiert, dass er plötzlich nichts mehr machen kann, das macht mich schon wahnsinnig. Ich versuche nur noch im Moment meinen Energie seelisch umzuleiten. Das ist das Einzige, was mir noch einfällt. Mehr kann ich wirklich im Moment nicht viel machen. Und natürlich behindert mich das mein ganzer Lebensanteil im Moment. Ich kann weder trainieren, weder Training geben im Moment. Das macht mich wahnsinnig. Also im Moment versuche ich wirklich mit meinen ganzen Kräften meine Energie seelisch umzuleiten, weil es ist für mich unvorstellbar, dass ich einfach jemand, der 5-mal in der Woche 2-mal am Tag trainiert, das plötzlich nichts mehr machen kann, Großartiges. Du hast es eben angesprochen, das hat ja noch eine ganz andere Dimension, diese Verletzung. Es betrifft ja nicht nur dich, denn du hast ja auch noch am Samstag 6 Jungs, die dort in den Ring steigen werden. Inwiefern hat das jetzt die Vorbereitung, deine Arbeit als Trainer, bei den Jungs letztendlich beeinflusst? Sind die Jungs fit? Die Jungs sind mehr als fit. Also auch trotz meiner Verletzungen und Schmerzen war ich immer hier. Ich war immer bei denen. Ich musste bei denen sein. Ich fühle mich verantwortlich für die. Denn letztendlich, sie vertrauen mir und ich vertraue die. Und die haben sehr hartes Training. Nur das einzige Problem war, dass ich normalerweise mit meinen Jungs mittrainiere. Ich konnte leider nicht mittrainieren. Aber dafür war ich mental immer bei denen und ich habe versucht, halt, dass sie aus sich das Beste rausholen. Das habe ich auch erreicht. Also ich habe überhaupt kein Bedenken an körperlichen Beschränkungen von meinen Schülern. Okay, das ist ein Trost letztendlich auch zu hören, denn auf die Jungs freuen sich die Zuschauer hier in Hamburg natürlich auch sehr. Es gibt aber auch noch einen dritten Aspekt. Ich habe es vorhin angesprochen, wir sind ja hier in deinem neuen Gym. Du willst demnächst auch eröffnen. Wenn ich da richtig informiert bin, soll es am 8. Juni losgehen. Das ist ja nur auch knapp 1,5 Woche nur noch. Sind die Vorbereitungen denn dort überhaupt noch möglich gewesen aufgrund der Verletzung? Kannst du den Termin halten? Naja, es wäre ziemlich hart für mich, gleichzeitig 3 Pferde zu reiten. Ich musste mich gleichzeitig im Studio kümmern, ich musste mich vorbereiten. Gleichzeitig
muss ich mich an meine Jungs kümmern. Und das war, glaube ich, irgendeine Antwort für mich. Es war wirklich viel zu viel. Ich habe das auch selber gemerkt. Es gab Nächte, wo ich nicht mal schlafen konnte. Und teilweise eine Stunde und wieder weiter. Und das habe ich auch mal im Training gemerkt. Ich war null da. Ich war körperlich nicht fit. Und das hat auch natürlich seine Folgen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dass die Verletzung passiert ist. Aber das ist eben mein Schicksal und ich kann nichts dagegen machen. Es ist nur natürlich sehr traurig für meine Fans. Ich versuche seit 2 Jahren wirklich hart zu trainieren und wieder zu kämpfen. Wird unter den Kämpfer sein, aber leider gelingt es mir irgendwie nicht, ich aus irgendwelchen verletzungsbedingten Gründen. Und ich hoffe, dass sie meinen Fans nicht sauer auf mich sind, dass ich halt Samstag nicht kämpfen kann. Und Du hast es eben angesprochen, diese Dreifachbelastung, dass du auch eben die Regenerationszeiten bei diesem harten Training oft nicht einhalten konntest. Eine kritische Frage sei damit dann auch erlaubt. Hast du dir da zu viel zugemutet? In der Vorbereitung für einen so wichtigen Kampf, war das zu viel? Hättest du vielleicht ein, zwei Sachen dort irgendwie von diesen dreien zurückstellen müssen? Glaubst du, deine Verletzung ist da so ein bisschen mit begründet? Naja, die Frage ist schon oft gestellt worden. Ich rede nicht so viel über solche Sachen eigentlich. Ich behalte es selber für mich. Ich habe enge Freunde, ein, zwei, einen von meiner Familie, meinen Bruder. Der hat mich darauf angesprochen und sagte zu mir, ob das nicht zu viel für dich ist und dass du dich lieber auf deinen Kampf konzentrieren sollst. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich eröffne bald eine Schule, 6 Schüler von mir kämpfen in Hamburg und zusätzlich muss ich kämpfen. Ich habe gehofft, dass nichts passiert, dass ich das damit machen kann. Natürlich ist es sehr, sehr viel für einen Mensch. Also, aber irgendwo bin ich ein Mensch, der gerne Risiko will. Also, ich liebe Risiko. Ich kann nicht wie ein Katze leben. Es muss Action sein. Und Action macht mich wiederum lebendig. Und manchmal kann auch natürlich solche Sachen passieren wie Verletzungen. Und das ist der Nachteil daran. Und das ist das Einzige, was mich halt psychisch fertig macht, dass ich halt verletzt bin und nicht dabei bin und nicht kämpfen kann. Und dass seit 2 Jahren so ein Verletzungspech mich verfolgt. Aber ich hoffe, dass bald am 8. Juni der Studio sich halt, dass wir eine Eröffnung machen und meine Jungs sich jetzt diesen Samstag einen erfolgreichen Tag hinterlegen werden. Und dann habe ich nur noch eins in meinem Kopf. Dann eben wieder zurückkehren und kämpfen und unter den Kämpfer sein. Ja, dann bleibt mir noch dir natürlich alles Gute gesundheitlich zu wünschen, deinen Jungs viel Erfolg und dass dann am 8. Juni auch soweit wie geplant alles gut über die Bühne geht bei der Eröffnung. Ismail, ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, ein paar letzte Worte an deine Fans zu richten. Ich möchte wiederum sagen zu meinen Fans, dass es mir sehr leid tut, dass ich Samstag nicht kämpfen kann. Für meine Freunde und für alle Leute, die Karten gekauft haben, um mich zu sehen. Ich hoffe, dass ich das wieder gut machen werde. Seid bitte nicht sauer auf mich. Ihr wisst, ich kämpfe, auch wenn es wirklich eine minimale Möglichkeit wäre, hätte ich gekämpft. Also, ich bin ein Typ, der von einem Tag zu einem anderen Tag nach Brasilien fliegt und kämpft. Mir geht es nicht darum, um Gage, irgendetwas. Ich habe mich hier fokussiert auf den Kampf und es ging nicht. Und Leute, die mich wirklich gut kennen, wissen genau, der Ismail kämpft, wenn es möglich ist. Und es ist wirklich nicht möglich. Und das macht mir wiederum genauso viel kaputt, wie halt, dass ihr traurig seid, mich nicht zu sehen. Ich hoffe, dass ich das bald wieder gut machen werde. Und ich wollte nur noch sagen, dass am 8. Juni ich Eröffnung habe und ich euch alle gerne in meinem Studio sehen möchte. Und dann haben wir vielleicht Zeit, dann über alles in Ruhe zu sprechen. Ihr habt's gehört, Ground and Pound TV unterwegs. Wir sagen Tschüss aus Hamburg.